Hallo und herzlich willkommen bei meinen Videos. Heute ist der 25.09.2020. Heute war Corinna da. Und ich war so müde, weil ich vorher bei Kirsten war und es ein ziemlich anstrengendes Gespräch war. Dass ich fast eine Dreiviertelstunde gebraucht habe, um wach zu werden. Und auch immer wieder eingeschlafen bin, als sie neben mir saß. Und weil ich die Nacht vorher extreme Albträume hatte. Und nicht recht erholt aus dem Schlaf gekommen bin. Ich habe zwar die ganze Nacht geschlafen, aber ich habe mich nicht recht gut erholt. Ich habe mich noch gefürchtet, als der Albtraum schon vorbei war ich habe erst nicht lange gebraucht, bis ich aus diesem Anspannungszustand wieder rausgekommen bin. Eigentlich erst nach dem Gespräch mit Kerstin. Ich möchte nicht näher auf den Albtraum eingehen, weil es was ziemlich Privates ist. Aber es hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Und dieser Albtraum kommt in so oder in anderen Formen immer mal wieder. Und da kommen halt alte Traumata nach oben. Aber so krass wie letzte Nacht war es, glaube ich, noch nie. Ich glaube, ich habe die ganze Nacht denselben Traum gehabt. Obwohl sich Träume ja innerhalb von ein paar Minuten abspielen. Aber ich bin genau in dieser Verzweiflung und in dieser Angst wach geworden, wie ich eingeschlafen bin, oder es kam mir nur kurz vor, dass ich geschlafen hätte und dann hat sich dieser Albtraum eingestellt und der hat sich immer wiederholt und von daher habe ich nicht gut geschlafen. Mit Corinna war es sonst heute ganz lustig. Als ich dann endlich wach war, konnten wir uns auch unterhalten und haben über Verschiedenes geredet. Sie hätte zu gern gewusst, was ich geträumt habe. Aber darüber wollte ich nicht sprechen, weil es schon gereicht hat, mit Kerstin drüber zu sprechen. Und ich mir diese Bilder nicht immer und immer wieder in den Kopf holen wollte. Und auf jeden Fall hat mich Corinna gut abgelenkt und wir haben viel geredet und so. Und wir waren auch rauchen. Ich habe keine geraucht, aber Corinna. Zweimal. Und ich war heute noch mit meinen Eltern draußen. Am Abend. Aber es war heute schon den ganzen Tag sehr regnerisch und kalt. Richtig kalt. Fast wie im Winter. Fehlt nur noch der Schnee. Aber, ja. Nein, so kalt war es auch wieder nicht, aber relativ kalt für die letzten Tage. Naja, es ist Herbst. Wir haben noch Kaffee getrunken und getratscht und so. Und über die nächsten Tage so gesprochen.
Weil ich sie jetzt doch zum Essen eingeladen habe. Also mitkommen zum Essen. Das Essen muss ich sie selber zahlen. Aber eingeladen habe ich sie mitzukommen zum Essen. Mit Sonja und mir. Weil ich gern zu dritt bin mit ihnen. Und also mit den zwei und ich. Aber sie muss sich das noch überlegen, weil sie Entlassung Turnier hat an dem Samstag und wir an keinem anderen Wochenende essen gehen können. Aber ich habe gesagt, wir können ja das nächsten Samstag nur Sonja und ich essen gehen und irgendwann in der nächsten Zeit mal zu dritt. Aber mal schauen, bis ich sicher was ergeben. Wenn sie keine Zeit hat. Ich finde es nicht so schlimm. Wenn sie dazu gesagt hat, dann sollte sie das auch machen. Weil ihre Teamkameraden vertrauen auch auf sie. Und Corinne ist dann um 16:30 gegangen. Sie kommt immer schon um 10:30. Bis 16:30, also 4 Stunden. Und Sonja kommt 5 Stunden von 1 bis um 6 und oder 6:30, je nachdem. Und ja, wann kommt sie da, Sonja? Am Montag muss ich Katheter tauschen. Da hat mein Vater Geburtstag. Ich nehme jetzt seit gestern 2 Antibiotika-Tabletten am Tag, damit die Entzündung in der Blase nicht so weh tut. Und wechseln. Und der Hahn hat sich jetzt verdunkelt. Ich weiß nicht warum. Es sieht jetzt schlechter aus, als ich nur eine Tablette genommen habe, aber es wird sicher besser die nächsten Tage. Und ja, kann man nichts machen. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Ich war bei Kerstin, wie gesagt. Wir haben über meinen Albtraum gesprochen und über die Corona-Maßnahmen, weil die jetzt wieder immer strenger werden im Spital und ich auch Mundschutz tragen muss bei den Gesprächen. Also keinen Kaffee mehr und Mundschutz die ganze Zeit. Wir haben uns jetzt ausgemacht, dass wir ab nächster Woche erstmal für eine Zeit wieder nur telefonieren. Ich könnte zwar noch immer reinkommen, aber es ist doch ein Gesundheitsrisiko. Und das möchte ich nicht eingehen. Und telefoniert haben wir schneller als nach Scheibs gefahren und ich tue mir mit dem Mundschutz auch relativ schwer, dann zu sprechen und so. Laut genug. Und deswegen möchte ich in den nächsten Tagen und Wochen, solange halt die Ansteckungszahlen so hoch sind, mit dir telefonieren. Wenn es psychisch gar nicht anders geht, würde ich schon noch zu ihr reinfahren. Aber ich glaube, ich habe es momentan ganz gut im Griff. Und dass die Beschränkungen wieder immer strenger werden, hat ja das eine Gute, dass ich
mit Christoph sowieso kürzer treten wollte und jetzt am 13. Oktober wieder bei Christoph. Und je nachdem, wie sich es dort entwickelt, werden wir auch wieder auf Telefonieren umsteigen. Aber das kann ich noch nicht genau sagen. Und ja, so sehen meine nächsten Tage aus. Dienstplan muss ich noch schreiben. Und dann wird man sehen. Hat der andere Klient von Sonja. Fährt jetzt auf Riga. 4 Wochen. Also habe ich Sonja für mich alleine. Aber ihre Mutter ist auch auf Riga. Und deswegen müsste sie mir zu Hause sein. Also kann sie 3-mal die Woche kommen. Montag, Mittwoch und Samstag. Und Corinna, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Ja. Na gut. Mehr habe ich eigentlich nicht zu erzählen. Mein Vater musste heute draußen warten im Spital. Weil keiner dahin nicht ins Spital muss. Oder keinen Termin hat, im Spital bleiben darf. Und jetzt, wo das Wetter immer kühler wird, möchte ich ihn auch nicht draußen warten lassen. Und deswegen habe ich mich zudem fürs Telefonieren entschieden. Aber wie sich das umsetzen lässt, werde ich die nächsten Tage sehen. Na gut, ich wünsche euch jetzt alles Gute, gute Nacht, ciao, eure Ines, bis zum nächsten Mal.